Von nichts kommt nichts. Eigentlich war das Vormittagstraining für den heutigen Montag ja abgesagt worden. Manuel Neuer, frisch gekürter deutscher Fußballer des Jahres, ließ es sich dennoch nicht nehmen, gemeinsam mit Neuzugang Pepe Reina und Trainer Toni Tapalovic eine volle, anstrengende Torwarteinheit hinzulegen. Und das bei teilweise strömendem Regen. Ob den Pepe Reina aus Liverpool mitgebracht hatte, sei es drum. Neuer, Reina und Tapalovic rackerten auf jeden Fall dermaßen, dass sie den Regen kaum zu bemerken schienen. Ist es schon ein bisschen schwieriger, als Torwart gewählt zu werden im Vergleich zum Feldspieler? Ja, ist schwer für mich zu sagen, weil ich ja Torwart bin und nicht Spieler bin. Normalerweise ist es so, dass ein Spieler gewählt wird und ausgezeichnet wird. Und ich bin jetzt zum zweiten Mal Fußballer des Jahres geworden. Und ja, habe ich jetzt nicht mit gerechnet unbedingt. Ich weiß, dass ich eine gute Saison gespielt habe, aber ja, ich weiß schon auch, dass es diesen Titel gibt und freue mich besonders darüber. Von nichts kommt eben nichts. Gratulation noch einmal an den besten Torwart der Welt. Jetzt auch zur Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres.